So, jetzt aber hier, komm her. Kann man den überhaupt umhauen? Du mit deinem scheiß Kennenlernprozess, Mann. Aua. Das wird schmerzhaft. Ist das deins? Das ist wohl meins. Jetzt hab ich dich, Kleiner. Oh, Finisher, komm her. Tschüss. Kann ich das mit dem Dicken auch machen? Geplant hat und gebt mir die Katze. Dann lass ich euch gehen. Deal? Oh nein! Lass den nicht entkommen! Oh, wo ist der Dicke? Ich ach da. Mach dich fertig. Wie gefällt dir das, Kleiner? Verdammt! Oh, der ist geschockt, der ist geschockt. Komm her. Yes! Finisher! Ernst, sagt mir einfach, wer euer Boss ist. Ich krieg den irgendwann raus. Tschüss! Hast du, wir haben Angst vor dir? Er ist viel schlimmer! Ja, ja. Du hast es so gewollt! Gib's ihm! Mann! Kopf hoch! Oh, tschüss. Was soll das heißen? Er ist schlimmer. Ich wisch grad den Boden mit euch. Der Spruch. Ich kann euch auch töten. Da ist gar kein Problem. Komm her, Dicker. Okay, den hat's richtig erwischt. Mach dich platt. Sag mal, wie viele von den Dicken gibt es? Komm her, komm her. Nice. Ich hab hier was für dich. Ja, komm mal hier. Und tschüss. Waren das alle? Und es ist Stille. Endlich. Verdammt. So, leg den Hauptschalter um. Darf ich jetzt bitte? Mit dem guten Spidey. Wir sehen ziemlich ramponiert aus, muss ich mal sagen. Wir sollten unseren Anzug ein bisschen auf Vordermann bringen. Wenn das geht. Okay. Hey Mann! Strom läuft wieder, Banküberfall gestoppt, Spider-Man-Katze gerettet. Ein ganz normaler Tag. Komm ich da irgendwie hoch? Ich poste was über diese Kerle und ihren Boss in der FSDN-App. Vielleicht kriegen wir Hinweise, wer die sind. Wie komme ich da hoch? Ich melde mich. Ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach so hoch. So. Okay, das hat super geklappt. Sag mal. Ich verstehe gerade nicht, wie ich da hochkomme. Welche Kombination bringt mich dahin? Das war es wohl nicht. Nein. Also jetzt mal ernsthaft, wie komme ich da hin? Hä? Ja, ich weiß, da muss ich hin. Aber wie komm... Was muss ich drücken, damit ich da reinkomme? Ihr lacht euch bestimmt jetzt alle tot, ne? Alles klar. So. Verdammt. Schon gut, Kätzchen. Alles wird gut. Alles wird gut. Wir sind gleich da, Kätzchen. Wandläufer, sehr schön. Viele Trophäen und wir sind gleich da. Das überlebt doch keine Katze dieser Welt. So. Okay. Boy. Hi. Hey, Theo. Ich hab eine Überraschung. Ach ja? Was denn? Pass mal auf. Oh, Spider-Man. Na klar. Bist du einfach ausgebüxt? Ja, ja, ja. Oh, der kleine Rabauke. Hat sich solche Sorgen gemacht. Oh, ja, hat er. Oh, ja, hat er. Jetzt nicht mehr. Gut gemacht, anderer Spider-Man. Anderer Spider-Man. Danke. Na, okay. Corona-Faust, let's go. Wir müssen uns natürlich auch erstmal das Vertrauen erarbeiten, ne? Abgeschlossen. Spider-Man ist sicher zu Hause. Dank anderer Spider-Man. Theo. Fortfahren. Hey Mann, Katze streicheln. Hinweise, für wen die Katzendiebe arbeiten?
Ich verfolge ein paar Sachen, die damit zu tun haben könnten. Überfälle in Harlems Einkaufsstraße und ein paar Probleme bei Feast Nord. Ich poste alle neuen Infos in der App. Cool. Danke, Mann. Katze haben wir auch gestreichelt, haben 1500 EP bekommen. Niles, treffen wir uns nun heute? Na klar. Du hast mir nicht geantwortet. Doch. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber jetzt kann ich. Wo? Chill. Ecke 78. und West End. Alles klar. 78. Beim Science Center? Warum dort? Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Was heißt pünktlich? Muss ich da jetzt hin? Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie macht. Ich beeil mich lieber. Ah, Mist. Ist das, was ist das jetzt eigentlich? Ist das eine Hauptmission jetzt oder was ist das? Das dürfte, Wiedersehen, Hauptmission. Muss ich das machen? Okay, weißt du was? Wir gehen da mal hin. Wir holen uns aber die drei Kisten hier auf dem Weg. Wenigstens das muss man doch machen, oder? So. Und einmal hoch hier. So. Alter, es macht immer wieder Bock. Hier lang zu... Guck mal, guck dir mal die Grafik an. Ist das nicht wunderschön? Wuhu! Danny Cast. Oh ja, der Cast. Kennt ihr das auch? Mhm. Wenn euch eine Geschichte nicht aus dem Kopf geht? Vielleicht eine Filmszene, eine Überschrift, die ihr auf der Zeitung eines Sitznachbarn lest. Oder der Bericht eines Freundes über ein schlecht gelaufenes Date. Für mich ist diese Story der Underground. Wer sind sie? Was wollen sie? Die Frage ist einfach, scheint aber unmöglich zu beantworten zu sein. Das macht mich wütend. Sie stehlen, verletzen, entführen, sie treffen Unternehmen und Verbrechersyndikate. Sie verfügen über hochmoderne Technologie und hassen jeden. Ha. Ich werde weiter recherchieren. Tu das. Wenn ihr einen Tipp habt, lasst es mich wissen. Genau das tun wir. Mal und denkt immer dran. Nie den Kaffeesatz in der Spüle verklappen. Das könnte die Leitung verstopfen. Okay, ach, Danica. Bye. Ach, Danica. So. Okay, wir machen uns weiter auf. Dieser Podcast ist schon lustig. Ich wollte ihn eigentlich ausstellen, aber ich lasse ihn jetzt halt an. Was soll's? Polizei halten sie an? Warum? Aktivität verfügbar. Okay. Ja, wir holen uns erstmal die Kisten. Da hinten nämlich. Yes. Und schon sind wir da. Ist das schon richtig hier? Es ist einfach, wir sind der Beste. Der absolut Beste. Wir finden die Kisten ohne unseren Spidey-Sinn. Ich kann es bestimmt besser gebrauchen. So. Ich guck mal gerade, ob wir vielleicht schon irgendwas verbessern können. Anzüge. Modifikation. Absolut. Ja, ja. Visiermodifikation. Verbessern Spider-Mans Sehkraft, um weitere Informationen bereitzustellen. Was gibt's denn hier Schönes? Markiert beim Scan Gegner hinter Mauern. Diese bleiben markiert, solange der Tarnmodus aktiv ist. Vergrößert das Zeitfenster für perfekte Ausweichmanöver. Das wäre interessant, weil wir weichen ja sehr viel aus. Erhöht die Droprate für Gerätemunition. Auch das ist interessant. Auch das ist interessant. Ich mache aber erstmal den hier. Wenn das geht. Mit besseren Augen sieht sich's besser. So, kann man das jetzt doch holen? Nein, unerschwinglich. Alles klar. Für den Anzug. Ach so, das ist einfach nur den Anzug. Okay. Gesperrt. Wir können hier den hier holen. Große Verantwortung Anzug. Der sieht schon lustig aus. Oder eben unseren eigenen. Das sind die einzigen, die wir haben momentan. Aber ich finde den hier eigentlich mega. Verbesserter Tech-Anzug. Das ist voll der geile Anzug. Voll gut. Können wir hier irgendwas verbessern? Nein, alles unerschwinglich. Keine Chance. Wir sind noch weit davon entfernt. Okay. L3, um auf einem Vorsprung zu lauern. Ja. So, und wenn ich da rüber möchte zum Beispiel. Ja, so. Okay. Das Underground-Logo ist auf einer Werbetafel. Sieh doch mal nach. Was? Das Underground-Logo ist auf einer Werbetafel? Was soll das heißen? Was soll das heißen? Aktivitätsmarken. Hier könnten wir irgendwas holen. Aber ich hole mir erstmal den hier. Oh, was ist das hier? Fortbewegungsherausforderung. Sollten wir vielleicht auch mal machen. Aber ich hole mir erst die Kiste. Kisten sind wichtig.
So. Kisten sind wichtig, Freunde. Denkt ihr mal dran. So. Huch. Ja, das hat ja gut geklappt. So, einmal darüber. Alter. Wo ist denn unsere Kiste? Hier in dem Gebäude? Oben oder unten? Sieht aus, als wäre es oben. Das sieht gut aus. Wir sind gleich da. 12, 10, 9. 5 Meter noch. Let's go. Ein wunderschönes Teil. 10 von 35 haben wir schon. Das geht ruckzuck, Freunde. Das geht ruckzuck. Das machen wir nebenbei, während wir zu unseren Hauptmissionen fliegen. Ja, komm. Da gehen wir mal hin. Wir wollen die Gute nicht warten lassen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich sauer wird, wenn wir nicht dahin gehen. Wahrscheinlich habe ich alle Zeit der Welt, oder? Wahrscheinlich. Da hinten. So, okay. Aber sie darf natürlich nicht wissen, wer wir sind, ne? Okay, gut. Er zieht sich von selber um, das ist gut. Hey, lahme Ente. Hier oben. Hi. Na, du? Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Ja, ist gar kein Problem. Ich, schieß mich einfach hoch. Wir nehmen echt die Leiter. So. Was möchtest du uns zeigen? Verstehe. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran. Ich wollte schon los. Hilf mir mal. Das Wohin? Ist fest. Wo willst du hin? Aha. Die Kapsel ist ziemlich hinüber. Weißt du noch die Kombination? Oh, Zeitkapsel. Ja, die ist, Ja? Okay, die ist, 0112 natürlich. Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer daum, ihn euch zu sagen. Wir merken ihn uns, bestimmt. Wir merken ihn uns. Ja, ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Bam. Was geheim ist, ist geheim. Hey, Rick. Machst du jetzt diesen Job bei Rockstar oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich habe Konkurrenz, hm? Mhm. Ja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energie-Team leiten. Und du kennst mich. Mhm. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fan-Club. Oh, okay. Wenn man vom Teufel spricht. Roxxon, bin gleich zurück. Vom Teufel, er sagt es sogar. Irgendwas stimmt mit Roxxon nicht, Freunde. Du weißt doch den Code noch, oder? Natürlich. 0112. Cool. Unser Preis. Ich meine, unser Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Hm. Sieh uns an. Foto. Wie zwei Trottel. Rick süß. Sieht so charmant aus wie immer. Ja. Hm. Ist da irgendwas mit ihm? Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Hm? Finn. Alles gut. Was ist los? Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Du lässt uns jetzt nicht einfach so stehen. Ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Oh, Miles, ja. Da bin ich mal gespannt. Hm, vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Ich war voll pünktlich. Kurzer. Ich war voll pünktlich. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Sorry, du Model. Gibt's ja nicht. Zieh dich um, jawohl. So gefällst du mir besser. Oscorp Science Center Preis. Und 3 Aktivitätsmarken bekommen. Zeitkapsel 1 von 16? Oh, wir können uns die Zeitkapsel ansehen. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Mhm. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber die Highschool ist eine ganz andere Welt. Hm. Interessant. Cool, dass man sich das angucken kann. Ist ja voll geil. Spacebound Young Researchers Award. Finn Mason und Miles Morales. Es war
echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Nein, die kann warten. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Schnellreiseorte sind jetzt auf der Karte markiert. Halte X über Mikes Wohnung über einem U-Bahn-Eingang für eine Schnellreise gedrückt. Ja, gut, nicht jetzt. Nein, bitte. Nein, ich will nicht. Ich muss. Ich muss, es tut mir leid. Das Tutorial zwingt mich. Na gut, dann ist das so. Aber die Zeitkapseln, die werden wir alle uns schnappen. Alle. Hey, U-Bahn-Ticket. Ja. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Ich muss mich mal gerade ein bisschen umsetzen, so. Na los, wir kommen zu spät. Ich wollte da gar nicht hin, ich wollte noch Nebenmission machen. Hey, oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Gut so. Es wird schon gut gehen. Ja? Ich glaube nicht, Freunde. Ich glaube nicht. Oh, ein schöner Schneemann. Das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle geil. Musik. Ja, das Boah. Ist ziemlich cool. Sieht echt geil aus hier. Ey, können wir ein bisschen Wir können tanzen? Mann, das passt toll zu dem Beat, an dem ich saß. Ich sollte wieder Musik wünschen. Ja, warum können wir nicht abdancen hier? Komm schon. Wir können uns doch mal ein paar Sachen angucken hier, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch mal. Hi! Nehmt ihr auch Spider-Plush-Figuren? Oh ja, die sind bei den Kindern sehr beliebt. Aha. Wenn du eine gut erhaltene hast, nehmen wir sie gerne. Okay. Mal Haben sehen, wir? Was sich machen lässt. Da hinten ist doch eine. Da hinten ist eine. Die nehme ich mir und dann verkaufe ich die dir. Für, sagen wir mal, 10.000 Marken. Moment, ich guck mal gerade, ob wir hier noch irgendwas machen können, bevor wir weitergehen. Guck mal, hier. Ich liebe diesen Truck. Früher standen die donnerstags immer vor unserem Haus. Okay. Sugar Hill? Ja, ich hoffe, ihr kommt bald mal wieder. Das Gyros macht euch keiner nach. Das Gyros. Wie wäre es mit einem zweiten Truck? Ja. Wir haben keine Fahrer, wir sind nur ein kleiner Familienbetrieb. Und es wäre nicht dasselbe, wenn mein Dad nicht kommt. Ja, das sehe ich ein. Ja, das stimmt schon. Okay. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um, Freunde. Alle sind so am Plappern. Das ist doch mal ein schönes Straßenfest. Zu Corona-Zeiten undenkbar. Aber mittlerweile, so langsam, lichtet sich ja das Feld. Vielleicht, wenn die Folge rauskommt. Ich weiß noch nicht, wann die rauskommt. Vielleicht gibt es dann Corona gar nicht mehr. Ich bezweifle es sehr. So, darf ich mal hier durch, Lady? Ich würde so gerne tanzen jetzt hier. Ich hätte gerne noch ein bisschen Guacamole. Was hältst du eigentlich von Rio Morales? Das ist schon komisch, meine Mama. Wer redet da? Ich kenne sie ja nur als Lehrerin. Ist ziemlich ähnlich, oder? Leute zusammentreiben, ihnen was beibringen, dafür sorgen, dass sie sich benehmen. Oh, hi. Oh, die haben wir doch schon mal gesehen. Sieht cool aus. Oh. Gern geschehen. Wir können sogar die Gebärdensprache? Oh. Sorry. Hallo? Ich mach nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, das ist ja schön. Ah, sí? Desde cuando? Haha. Ja, donde está la farmacia? Una cerveza, por favor. Ich kann Spanisch, Freunde, ich kann Spanisch. Una Spider-Man, por favor. Nein? Schade. Okay, was gibt's denn hier? Ach, guck mal hier. Rio Morales. Hey, schon für die Wahl registriert? Natala. Ich bin zu jung, aber ich unterstütze ihre Kandidatin. Sie ist meine Mom. Ah, du musst Miles sein. Wir hatten schon lange keine so aussichtsreiche Kandidatin für den Stadtrat mehr. Mhm. Du bist sicher stolz. Bin ich. Und wie? Bis bald da. Ich bin sehr stolz. So, tschüss. Fertig. Ihre Stimme macht New York besser. Auch wenn ich nicht Rio Morales wähle? Alle in dieser Stadt verdienen es, gehört zu werden. Egal für wen sie sprechen. Ja. Danke für die Hilfe. Ja, naja, okay.
Ich hoffe, sie ist eine gute Politikerin. Immer fürs Volk sein. Immer fürs Volk einstehen. Du siehst ja gelangweilt aus. So, da hinten kann man noch was gucken oder sehen oder reden. Noch ein Stand ist das. Pastelillos. Abuela hat die andauernd gemacht. Hast du was? Nein, vielen Dank. Warum nicht? Alter, was geht denn hier für ein geiles Fest ab, ey? Da wäre ich jetzt selber gerne. Du machst dir zu viele Sorgen. Was? Wir haben getan, was wir konnten. Da muss doch etwas zu machen sein. Es muss doch einen Weg geben, das Gebäude wieder zu eröffnen. Wir fragen Montag nochmal nach. Und ich frage im Zentrum an, ob sie noch jemanden aufnehmen können. Danke. Was ist hier los? Gloria, hallo. Hi Miles, das ist meine Freundin Steph. Hi. Sie ist eine neue Freiwillige bei Feast. Schön, dich kennenzulernen. Wir treffen uns dann bestimmt irgendwann im Asyl. Apropos. Keine Schichten bis nach den Ferien. Falls wir dann offen haben. Was meinst du? Ach, mach dir keine Sorgen. Hör deiner Mom gut zu. Wir sehen uns nach den Ferien. Okay. Netter Junge. Kann man hier noch? Bist du zu dieser Kundgebung? Netter Junge? Alter, wie jung sind wir denn? Und wie alt seid ihr? Netter Junge. So. Okay, wir gehen mal weiter. Wo ist Genki? Oder Genk? Heißt der Genki? Unser Kumpel? Store Closing. Das ist nicht gut. Was gibt's denn hier? Okay, da möchte man jetzt nicht lang. Was kann man hier noch... Was ist denn da hinten für eine Veranstaltung? Was bewacht ihr denn, Freunde? Oder kommt ihr gerade vom Motocross? Lassen uns nicht durch, natürlich nicht. The Daily Bugle ist da. Schön. Ah, guck mal, hier kann man noch was machen. Da gehen wir noch mal hin. Das stimmt. In Harlem gibt's gute Imbisswaren. Ja. Vielleicht sogar bessere als in Brooklyn. Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Vielen Dank. Hey. Es wird mich warm halten, wenn die Rede länger dauert. Voll am Vordringeln. Okay, wir gehen weiter. Naja, aber ich mag das hier. Voll das geile Straßenfest hier. Okay, da hinten ist die Bühne. Wir sind also gleich da. Was haben wir denn? Ach, guck mal hier, unser Onkel. Onkel Aaron, dich hätte ich nicht erwartet. Ich gehe, bevor deine Mom mich sieht. Wer ist das? Mein Freund Genki. Er hilft mir bei meinem Spinnenprojekt. Aha. Du passt auf meinen Neffen auf, ja? Ich versuch's, aber er macht's mir nicht leicht. Ich bin doch hier. Ja, viel Spaß bei der Kundgebung, Kleiner. Danke. Vielen Dank, Onkel. So, Daily Bugle. Hey, da ist noch jemand. Er hat's rausgekriegt. Ich erzähl dir alles zu Hause. Oh. Oh, das Zeichen macht mir aber ein bisschen Sorge. Underground. Was sie wohl als nächstes vorhaben? Ich hoffe auf, die begreifen, dass Spider-Man zu viel für sie ist und gehen nach Hause. Schön wär's. Das hoffe ich auch, aber... Ich glaube, die hält hier nichts mehr auf. Die werden auf jeden Fall auftauchen, habe ich so das Gefühl. Hast du den Bug in Speed Nanagan gefunden? Immer wenn ich einen Fix habe, taucht ein neuer Fehler auf. Wie im echten Leben. So, dann schauen wir uns das nochmal an, das Spektakel. Es ist sehr laut, glaube ich. Wobei, es geht. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Na, Roxxon hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, ne? Oh, ach, die sind von Roxxon. Buenas noches, vecinos. Hello. Hola. Wisst ihr noch, wie es war, bevor Roxxon hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich danke euch. Es ist nur bei so einer Rede ist mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Es ist okay, Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Theresa, deren Chor. Wer? Und dir passiert was? Du bist jetzt Spider. Und selbst jetzt, Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Oh oh. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Simon Krieger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal seiner Skrupellosigkeit. Sie wird nicht eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Okay. Ja, wir haben hier ein Problem. Kein Entkommen. Oh oh. Okay, Spidey. Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Okay, let's go.
Jemand, der Simon Krieger heißt, Freunde. Der kann doch nur böse sein. Ich hab sie. Auf geht's. Und tschüss. Oh, ihr legt euch mit Mächten an, die ihr nicht versteht. Hoffe ich. Oh mein Gott. Wow, das war nicht so gut. Das war besser. Weg, weg, weg. Ciao. Okay, ausweichen ist sehr wichtig in diesem Spiel. Komm her. Tschüss. Okay, den haben wir. Okay, den haben wir auch gleich. So, den nächsten machen wir mit einem Finisher weg. Oh, da oben. Adieu. So, ciao. Okay, wie viele von denen haben Waffen, bitte? Huch. So. Ciao. Noch ein Finisher bereit. Finisher aus der Luft. Der war nice. Aus dem Weg. Wo kommst du denn her? Wie in der U-Bahn. Ich glaube, die waren nicht in der U-Bahn, oder? Wir sind zu Hause. Nadja fährt deine Mom ins Krankenhaus. Sehr gut. Was? Geht's dir gut? Hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um sie. Was ist mit dir? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen nur Form, aber hier ist noch keins. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Dieser Venom-Schlag funktioniert nicht. Warum ist das so? Unten links stand L1, Viereck, Venom-Schlag. Da hat aber nicht geklappt. Okay, shit. Mist. Oh, schön ausgewichen. Doch, doch, tust du. Nice. Finisher nehmen wir, aber für ihn hier vielleicht. Warum nicht? Tschüss. So ein Fallrückzieher. Jetzt aber schnell. Ich hab ihn verletzt. Ich zeig dir, was wir drauf haben. Okay, der hat gut gesessen. Und tschüss, der hat auch gesessen. So, die mit den dicken Armen, die sind schon schwieriger. Ah, das war er. Das hat ein bisschen wehgetan, ja. Ciao, der ist ja immer noch nicht tot. Ey, ich kann mich nicht... Wie in der U-Bahn. Der mit seiner U-Bahn immer. Okay, komm, wir gehen mal da hoch. Miles, wir sind zu Hause. Nadja fährt deine Mom ins Krankenhaus. Ciao. Geht's dir gut? Hat sich am Arm verletzt. Keine Sorge, wir kümmern uns um dich. Was ist next? Was macht der Underground? Dieser Angriff ergibt keinen Sinn. Ich dachte, sie wollen nur vor, aber hier ist noch kein. Ich muss herausfinden, was Tinkerer plant. Okay. Ich greife auf deine Analysedaten zu. Ich helfe dir, wo ich kann. Gute Idee. Und Genki. Ja. Danke wegen meiner Mom. Jederzeit. Vielen Dank, Genki. Vielen Dank, Genki. Bester Mann. Eure Leuchtwaffen werden euch nichts nützen. Oh, komm her. Finisher. Let's go. Ich bin schon wieder tot, nicht von Anfang an. Du willst mich doch verarschen. Oh Mann. Ich glaub's ja wohl nicht. Es geht hier nicht um dich, Spider-Man.
Okay, das ist zwar eine ganz nette Übung und so, aber... Ja. Ja, nur mich. Oh, tschüss. Das gibt's doch nicht. Ihr habt ja keine Chance. Vor allem, ich kann mein Ding nicht mehr aufladen. Also ich kann mich selber nicht aufladen. Hey, halt das mal bitte! So, unberührbar, schön. Komm mal her jetzt, Mann! Das ist doch Kacke, Mann. So, also, Eure Leuchtwaffen werden euch nichts nützen. Ich bin hier, also ich hab... ich kann ja nicht immer wieder gegen dieselben Gegner hier kämpfen. So, Moment, komm her jetzt. Jetzt ist aber mal gut langsam. Ich glaube, das sind die letzten Gegner. Na klar, werde ich das. Guck mal hier. War's das? Ich glaube, das war's, ne? Was war das? Da geht doch. Was zum Henker? Ist da explodiert? Okay, da müssen wir hin. Miles! Oh Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miro, das ist nicht über dem Rathaus. Wir sind wir müssen alle hin. Okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Okay. Ich bin bald wieder da. Alles gut, Mom. Dann schreibst du auf meine Gips. Okay, Ma. Das wäre muss in Kasse. Hab dich lieb. Okay, die Mutter hat keine Ahnung. Alles klar? Mir geht's gut. Mhm. Ich hab versucht, euch zu erreichen. Wo seid ihr jetzt? Ich will zu Braithwaite Bridge. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Wir werden einen Sündenbock für das alles suchen. Und Tinkerer wird ihnen nicht reichen. Okay, ich pass schon auf. Die Explosion sah übel aus. Ich okay. Muss Alter, was ist denn da los? Die Plaza war wohl nur zum Aufwärmen. Oha. Oder zur Ablenkung. Zur Ablenkung. Jetzt kommt der richtige Kampf, oder was? Erschießen wir uns nicht, okay? Wen haben wir denn da? Okay, ganz ruhig. Wir wollen das Nuform. Ignoriert alles andere. Tinkerer. Kenn ich den? Tinkerer sagt mir gar nichts gerade. Okay, die wollen das Zeug klauen. Natürlich, was auch sonst. Mir schon gedacht, aber... Simon Krieger, der hängt doch da mit drin. Werdet ihn los! Dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt! Oh, Miles wird sauer. Was zur Hölle war das? Was? Nein. Was? Was? Das war Finn. Ich glaub's ja wohl nicht. Er destabilisiert es. Runter! Alter! Lenkt ihn ab! Das war Finn, ich glaub's ja wohl nicht. Okay. Aua. Ja, ja, hab ich. Ich hab sie heute getroffen! Wenn ich nur mein Land in der Presse! Es ist nicht deine Schuld, Mann. Ich war so froh, sie zu sehen, dass ich unaufmerksam war. Ich muss sowas merken. Okay. Alter, gegen wen kämpfe ich hier? Das Luftraum ist weg! Er hat es vernichtet! Ich hab gar nichts vernichtet, Mann.
So, let's go. Naja, ja, erzähl du mal. Auf dich. Adieu. Alter, der Kampf hier gerade ist mega episch. Das macht ja voll Spaß. Die Leute sind voll in der Falle. Ich muss hier fertig werden und den Leuten helfen. So, tschüss. Oh nein. Nein, 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 nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. So, yo. Das wär's jetzt. Alter. Wir sind einfach eine Kampfmaschine geworden. Tschüss. Okay. Das lief doch schon um einiges besser. Die Brücke. Die Brücke, die Brücke. Die ist im Arsch. Die Brücke ist im Eimer. Das war's. Oh mein Gott. Alles gerät ins Chaos hier. Okay. Rette hilflose Zivilisten. Ja, wie denn? Hilf uns! Ach so. Wir sind noch dabei. Okay. Ich muss erstmal klarkommen, was wir machen müssen. Weg, 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 weg. Der Bus. Der Bus? Der Bus. Da hinten. Oh mein Gott. Komm her, komm her, komm her. Oh mein Gott, oh mein Gott, nicht, keiner darf sterben. Keine Sorge, ich hab sie. Nein! Alter, was geht denn hier ab? Leute, sie sitzen fest. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir alles hin. Oh mein Gott. Ich hab eine Idee. Ja, was denn? Okay, 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 let's go, let's go. Weiter geht's, wir ballern einfach drauf. Okay, okay, okay. Ich brauche etwas, das sie rüberbringt. Und das wäre? Das hier vielleicht? Au, okay. Komm her, kommt her, kommt her. Nein, nein, nein! Ich schaff das! Okay, absolut, wie der Film. Absolut. Komm schon, komm, 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 komm. Nein, 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 niemand darf sterben. Alter, ist das episch einfach. Diese Szene ist so krass. Was zum Henker. War das eine geile Szene. Die war so, so geil. Oh mein Gott. Ich habe mich gefühlt wie im Film gerade. Das war ich. Absolut. Meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Boah. Was zum Henker. Oh, okay. Roxxon. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Erbitte Anweisungen. Was ist los? Ich hab keine Ahnung. Oh oh. Verstanden. Oh oh. Es war so klar. Nein! Ich bin nicht euer Feind! Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet! Hey, lass ihn in Ruhe! Ich nehme das auf! Wir sind Sie voll! Weg mit dem Handy, sofort! Ich sagte Handy weg! Sofort! Hey, lass wow. ihn in Ruhe! Nicht schießen! Oh mein Gott, wenn die schießen!
Was geht denn jetzt ab? Was zum Teufel? Wo ist der hin? Ist der gefallen? Haben die ihn geschubst? Wo ist der denn hin? Tarnmodus aktiviert. Geil. Sehr geil. Okay. So sind wir gut entkommen. Aber warum? Warum sind die jetzt hinter uns her? Ich sag's euch. Simon Krieger. Wer schon Krieger heißt, weißt du? Der hat schon verkackt bei mir. Was ist jetzt mit Roxons? Wir sind für sie da. Das war's. Die hätten mich erschossen. Absolut. Die wollten nicht mal zuhören. Shit. Bist du okay? Ich weiß nicht. Boah, war das episch, Freunde. Das war schon... Heute bei mir ist Simon Krieger. Der Penner. Wir reden über die Zerstörung der Braithwaite Bridge. Hey, ich will den neuen Spider-Man unterstützen, aber seine... Wie nennt man das? Bioelektrizität? Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört. Und darüber hinaus unsere Brücke... Jetzt ess aber mal gut. Das stimmt doch nicht. So war das gar nicht. Diese Laberbacke. Ich wusste, der ist böse. Finn ist Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Und ich habe die Brücke gesprengt. Nein, du hast... Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Wie wär's mit Dolce de Coco? Oh, gerne. Was auch immer das ist. Ich dachte, du würdest aufhören. Warum sollte ich? Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Was ist das? Ist es nicht. Was ist Dulce de Coco? Also irgendwas mit Kokosnuss, aber... Dulce? Dulce Vita. Dolce Vita. Ich dachte, ich... könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Du bist Spider-Man. So ist es. Du richtest das. Auf deine Art. Ganz genau. Was geht jetzt ab? Neuer Anzug? Oder neue Gadgets? Na, das klappt noch nicht so ganz. Es muss so krass sein, einfach so fliegen zu können. Yeah. Yes. Was läuft, New York? Geil. Hey Mann, die Lage verschärft sich zunehmend, was? Die Leute brauchen unsere Hilfe jetzt mehr denn je, glaube ich. Wir brauchen kürzeren Namen. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Die guten Apps sind nur ein Wort lang. Geil. Wir haben sehr viel Zeugs bekommen, glaube ich. Fertigkeitspunkte. 5% Schwunggeschwindigkeit. Keine Ahnung, wo das herkommt. 5% Schaden. Klar. Miles, was? Endlich erreiche ich dich. Hi, Pete. Oh, hey, Pete. Wie läuft's? Ich habe Nachrichten geguckt. Auf Simkarianisch. Entweder ist eine Brücke explodiert oder ein Bagel verrollt. Es war der Bagel. Was im Kontext keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall suche ich nach Flügen.
Ich kann morgen Abend zurück sein. Nein. Das nicht. Schon okay. Ich weiß, wer die Verantwortung trägt. Ich werde sie aufhalten. Versprochen. Okay, ich vertraue dir. Sehr gut. Aber wenn du mich brauchst, fliege ich sofort nach Hause. Ansonsten sehen wir uns in ein paar Wochen bei meiner Rückkehr. Ja, okay. So machen wir es. Viel Spaß beim Sumkarianisch lernen. Warum gibt es 7 verschiedene Wörter für Klo? Was?